Hallöchen, guten Tag zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Folge von Minecraft Islands und wie ihr vielleicht seht, sieht es hier gerade ein bisschen interessant aus. Ich bin oben auf dem Berge und vor mir seht ihr jetzt die kleine Burg hier und es wird natürlich gerade wieder Nacht, das ist ja echt perfektes Timing, das ist ja unglaublich. Ja, ich weiß noch nicht, wie lange ich heute machen werde, weil ich bin heute sehr, sehr mitgenommen vom Heuschnupfen, deswegen werde ich heute garantiert nicht lange aufnehmen, aber ich möchte trotzdem erstmal was zeigen, weil ich hier nicht so viel bauen möchte, ohne dass irgendwas gezeigt wird daran. Deswegen, ja, war klar. Deswegen werde ich jetzt hier das ein oder andere einfach mal rumzeigen und vielleicht hier auch ein bisschen basteln, damit ihr dann so seht, wie das hier vorangeht. Ist natürlich wahnsinnig toll, dass es echt gerade Nacht wird. Das ist echt, ja, perfektes Timing. Ich frage mal kurz, ob da vielleicht ein wenig Mithilfe geleistet werden kann an der kleinen Situation hier. Also erstmal hoffe ich, dass es hier ganz schön aussieht. Hier können wir schwer runter. Ich glaube, dass... Ah doch, hier können wir lang. Doch, geht. Ha, habe ich mir sogar noch mein Notaustürchen gelassen tatsächlich. Das wäre ja wunderbar. Oder es ist ja sehr wunderbar. Ich habe eine ganze Menge Steine gesammelt. Das ist allerdings gerade nicht hier drin. Hier ist noch ganz viel Holz. Die kommen gerade wieder. Also werde ich denke sowieso rausgehen. Okay. Okay. Jo. Also ganz viel Holz habe ich hier oben schon mal gesammelt. Denn Holz braucht man ohne Ende. Da drüben ist schon wieder ein Zombie am Rumknechten. Und so sieht die Burg von außen aus. Ich weiß noch nicht, ob ich das hier vorne so lasse, ob ich das noch irgendwie ändere oder wie auch immer. Muss ich mal sehen. Wir werden erstmal den Abstieg... Oh nee, wenn jetzt Zorro natürlich weggeht, dann können wir natürlich auch schnell kurz schlafen gehen. Oh. Alter, diese Zombies sind ja echt Wahnsinn. Was die für eine Range haben. Die haben echt eine super Reichweite, ne? Ja, natürlich auch noch. Aua. Du auch noch. Und noch ein Zombie. Natürlich. Ey. Noch ein Zombie. Ich will schlafen hier. Meine Güte. Geht nach Hause. Ihr nervt. So. Hätte jetzt nur noch gefehlt, dass es kommt. Es ist ein Monster in der Nähe. Du kannst nicht schlafen. Ne? Nee, nicht mit mir, Leute. So nicht. So. Jetzt ist auch wieder Tag. Jetzt können wir wieder raus hier. Und... Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was ich hier wollte. Ich wollte eigentlich ein wenig rumbasteln. Deswegen werde ich mir ein paar Rohstoffe holen. Ich habe eigentlich alles dabei, soweit, was ich brauche. Denke ich mal. Ich habe jetzt nichts von diesem Holz dabei, vom Oakwood. Ich muss aber auch erst schauen, inwieweit ich das halt alles, ja, benutze. Hier der Eingangsbereich, ich weiß jetzt noch nicht, hier wird ja das Tor hinkommen quasi, wenn ich es schaffe, hier ein schönes Tor zu basteln überhaupt, dann kommt das hier hin, da werde ich mal gucken, ob das, doch, das müsste eigentlich gehen, dass ich hier so seitlich Blöcke reinschiebe. Natürlich habe ich hier eine Dreierbreite, das heißt, es geht wieder mal überhaupt nicht, weil, ach, das ist doch kacke. Hier wird dann der Weg gepflastert, wo man dann zur Burg hinkommt, natürlich. Ist ja keine richtig große Burg, ist ja eher so ein kleines Bürglein, wo mein Haus ist. Toll, ich hätte jetzt gern irgendwie solche Tore, die hier richtig runtergehen. Weil mit Sticky Pistons hier das hin und her fahren, das wird nix. Und mit Pistons hoch und runterschieben, da kriege ich auch nur 2 Blockhöhe hin. Das ist auch jetzt nicht so das, was ich unbedingt brauche. Ach, naja, gut, da muss ich mir später drüber Gedanken machen, wie ich das mache. Dass das wahrscheinlich eh nicht klappen wird. Egal. Hier unten müssen wir dann gucken, wie wir es noch auskleiden. Hier wird irgendwie, denke ich mal, bestimmt noch ein Zimmer reinkommen. Hier ist ja auch dann so ein Zimmerchen. Das wird vielleicht wahrscheinlich dann der Vorratsraum oder so werden. Oder, nee, der Vorratsraum lieber hier, weil hier sind keine Fenster drin. Und dann hier oben wird auf jeden Fall das Schlafgemach erstellt und dann noch ein bisschen das ein oder andere, was man sonst noch so dazu kriegen könnte. Und ich habe vergessen, mir genügend Steine mitzunehmen. Die liegen noch unten in der Kiste. Okay, dann einmal fix zur Kiste, bitte.
Und da sehen wir, haben wir auch noch ein bisschen Steine da. Ja, dann müssen wir hier erstmal so irgendwas, was wir hier überhaupt nicht brauchen, weglegen. Zum Beispiel diese ganzen Schneebälle und Flint. Und Rotten Flesh. Ja, das haben wir natürlich auch immer wieder dabei. So, noch ein paar Steinchen mitnehmen. Und dann geht's hier hoch. Und dann können wir uns hier ein bisschen zurechtbasteln. So, hier die Cracked Stones. Habe ich nur ein Stack Cracky Stones mit? Ah, das ist ein bisschen wenig. Das muss ja fürs Design eigentlich alles so mitgemacht und bedacht werden. Dass wir hier auch so ein bisschen, ja, diese Cracky Stones benutzen. Kommt hier irgendwo ein Fenster rein? Ich glaube, an der Wand hier kommt keins rein, oder? Baue ich hier ein Fenster rein? Ich könnte hier ein Fenster rein basteln. Wieder mit Dreierbreite, das geht. Muss ich mir überlegen, ob ich das dann wirklich auch mache. Hier sind auf jeden Fall auch schon Fenster dann. Also insofern muss das nicht alles unbedingt sein. Aber wir halten uns das erstmal offen hier. Wir machen das erstmal so. Vielleicht ist das ja dann eine ganz schöne Idee, da ein Fenster reinzubasteln. So, da muss auf jeden Fall noch... Stein hin! Hallo? So, bitte, geht doch. Und dann die nächste Schicht oben drüber. Jetzt müsste hier eigentlich dann auch schon komplett zugemacht werden. Weil das ist dann doch schon wieder soweit halbwegs vollständig. Dann können wir hier noch irgendwie so einen Cracky Stone machen. Und hier auch noch einen dran. Und hier an die Ecke und da so. Das war ein paar von denen einfach hier verteilt haben. Nee, da hier innen muss keiner. Das ist Verschwendung. Das wäre ein bisschen Verschwendung. Und ja, okay. Dann hier wieder ein und da ein noch. Und dann passt das auf die Ecke noch. Okay. Mache ich hier ein Fenster? Nee, hier mache ich kein Fenster. Ne? Das sieht nur so aus, als hätte ich da vorgehabt, ein Fenster zu machen, aber ist nicht getan. Okay, dann wird hier dann auch das zugemacht, zugepflastert. Kommen wir da eigentlich rüber? Ja, perfekto. 3 Reichweite haben wir ja mit einem schönen Sprung. Insofern kommen wir da auch entspannt hin. Ja, ist soweit ganz gut vorangegangen mit der Burg hier. Die Schneeburg ist das, wie gesagt, wenn ihr da nochmal nachgucken wollt. Man sieht natürlich hier jetzt keinerlei große Übereinstimmung zu dem Original, weil das Original auch eine Ruine ist. Da kann man jetzt nicht so viel draus erkennen dann oder erlesen. Aber ich versuche das hier zumindest so ein bisschen so zu machen, dass es so irgendwie halbwegs aussieht wie so eine Burg. So wie diese Schneeburg halt. Und es ist ja halt auch oben in den Bergen, ne? Und deswegen Schnee passt ja irgendwie auch. Habe ich gedacht, ja, kann man auch mal gleich machen. So, da können wir noch so einen Block hinsetzen. Und dann haben wir jetzt hier wie viel Höhe im Moment? 2 erst. Ja, 2 von der Fensterhöhe ist noch ein bisschen wenig. Da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Es ist noch ein bisschen... Naja, da muss noch was. Ach so, ich muss auch noch hier den Eingangsbereich erstmal basteln davon. Das habe ich auch noch nicht getan. Bislang geht es auch noch mit meinem Heuschnupfen, das ist okay. Also bislang schniefe ich noch nicht. Na, wenn das losgeht, dann müsst ihr sowieso Bescheid sagen. Das geht nicht, du musst dir die Nase putzen. Aber das... Nein! Verdammt. Das will ich auch nicht tun, ich will ja nicht immer die Nase putzen. Okay, jetzt muss ich gucken, wie ich hier hochkomme. Zack, 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 zack. Und einer fehlt. Richtig. So wie es immer ist. Und zack. Haben wir genug. Perfekt. 5 Blöcke, reicht. Und dann hier und dann noch da einen hin. Und dann haben wir hier auch genügend Cracked Stones angewendet. Hier innen könnte sein, dass ich sowieso noch das eine oder andere rausrupfe. Weil ich hier wahrscheinlich eine Wandverkleidung noch von innen dran mache. Und dann brauche ich hier nicht diese doppelte Wandstärke. Dann reicht es ja auch, wenn ich irgendwie so... Hier könnte man zum Beispiel so einen Holzrahmen drumherum machen, um das Fenster hier genauso. Und dann hätte man gleich schon wieder ein bisschen was gespart. Achso, genau. Hier muss ich dann gucken, was ich hier als Boden reinlege. Entweder ich nehme die hier... Aber es sieht eigentlich so gammelig aus, ne?
Nee, dann nehmen wir lieber das normale Oak Wood. Oder wir nehmen das weiße Holz. Birke. Birke könnte auch gehen. Aber es ist so hell, ne? Wie sieht denn das aus, wenn man da drauf steht? Passt nicht wirklich zum Zimmer, ne? So das helle Weiß. Da muss ich mal schauen, was ich da reinmache. Ich werde da jetzt erstmal provisorisch das Orkwood reinmachen. Ich glaube, das passt von denen noch mit am besten. Sieht halt so Mainstream aus irgendwie. Ist viel zu Mainstream. Und davor müssen wir halt die Orkwood Slab setzen. Weil das Zimmer ist halt auch ein wenig erhöht. Und deswegen müssen wir das da so reinsetzen. Und ich habe hier eine Dreierbreite. Das ist auch etwas unpraktisch, stelle ich fest. Weil, ach, das ist allgemein gerade ziemlich unpraktisch hier. Ich glaube, den Eingang sollten wir lieber hier machen, wenn das geht. Ich glaube, das ist ein bisschen geschickter hier. Weil hier drüben ist es einfach zu eng. Ist einfach viel zu eng da. Ja, den können wir da meinetwegen noch lassen, aber der hier kommt weg. Ich habe keine Axt, ne? Natürlich habe ich keine Axt. Wieso sollte ich auch eine Axt dabei haben? Die habe ich versemmelt, als ich die letzten Bäume umgefällt habe. Und damit ist dann auch die Axt natürlich zerbrochen. Ja, ein Verschleiß an Äxten ist schon ganz gut, aber dafür haben wir jetzt auch mittlerweile eine ganze Menge Holz. So, dann hier noch. Und dann sind die Steine erstmal alle. Okay. Und dann könnte man hier jetzt dann einfach mal wieder das Orkwood reinsetzen. Und dann da später eine Tür drauf basteln. Hat man hier den Eingang. Ich glaube, das ist ein bisschen besser, als wenn der Eingang irgendwo hier hinten wäre. Ja, ist schon vernünftiger. Dann müsste ich gucken, ob ich das hier noch rausreiße. Und hier wird dann halt der Eingang sein. Das ist so ganz schön. Das ist dann hier sozusagen ein Schlafgemach. Da kann ich oben drüber auch noch einen Turm setzen. Ich meine, darüber kommt auch noch ein Turm, wenn ich jetzt den groben Plan so im Kopf habe. Und ja, so geht das dann da weiter. Ich werde jetzt erstmal wieder runtergehen. Und damit eine kleine Pause machen. Denn ihr könnt ja auch noch, wir wollen ja auch noch ein bisschen was anderes sehen, ne? Ich werde euch nochmal kurz zeigen, was sonst noch gerade passiert. Es passiert derzeit nicht so viel, aber zumindest ein bisschen was. Und das will ich euch ja auch noch alles dann, soweit es gerade geht, irgendwie zeigen. So, das Holz nehmen wir mal mit, weil Holz sollte man ja immer dabei haben. Und die Cracked Bricks lassen wir auch noch hier, okay. Ach, hier komme ich jetzt nicht immer raus. Ach, Gottchen. Nee, warte, das machen wir anders, komm. So, dann komme ich hier auch wenigstens raus. Es wird eh schon wieder dunkel. Es ist wahnsinnig toll. Wahnsinnig super. Und was kann ich gerade mal mit runternehmen? Ich weiß nicht. Kann ich alles hier oben lassen eigentlich? Ein bisschen Holz könnte ich mal runternehmen. Ja, ein bisschen Holz nehme ich noch mit runter. Das was unten einlagern. Und dann schauen wir mal unten, was sich dort tut. Es tut sich nicht ganz so viel, aber ich habe ein wenig was ausgehöhlt, denn der Cardgo ist ja dabei, ein paar Schienen bereits zu verlegen, die zu meiner Insel oder meinem Gebiet hier hinführen sollen. Man sieht übrigens jetzt sehr geil die Hafenmauer da unten. Wir kommen gleich noch zum etwas schöneren Aussichtspunkt, wo man die auch nochmal sehr schön sieht. Und dann kann man da echt einen schönen Blick drauf herrschen. Ja, ja. Nee, der Cardgo möchte ja ein paar Schienen legen und die Insel miteinander verbinden, beziehungsweise unsere Gemächer halt einfach. Ich höre schon wieder die Rumoren. So, von hier sieht man nämlich auch nochmal sehr schön die Hafenmauer, wenn jetzt keine Wolke da wäre. Ha, blöde Wolke. Hier muss ich mal aufpassen, nicht, dass hier ein Skelett kommt. Mhm. Sehr gefährliche Stelle. Die einzige, die ich noch zubauen muss eigentlich, da muss echt noch wirklich ein Geländer ran. Hier müsste auch noch irgendwann ein Geländer hin, aber an sich geht das noch. Und hier mit dem Turm bin ich echt zufrieden. Er ist jetzt nicht von innen so schön, aber zumindest von oben kann man ihn halbwegs ansehen. Ist okay. Für den Aufstieg. So. Keine Monster in der Nähe. Sieht gut aus. Dann gehe ich schnell mal ins Bette. Ja, genau. Hier steht auch noch, ne? Hab mir ein paar Schienen genommen und er ist gerade dabei, die Bahnverbindung zu bauen.
Das ist dann so das, woran ich dann auch mit ihm arbeiten möchte. So. Der Amboss ist schon wieder so beschädigt. Ich habe einmal ihn jetzt erst benutzt. Wieso ist der denn schon wieder... Wieso hat der schon wieder Risse? Ich habe ihn einmal benutzt. Für eine Reparatur. Kann doch nicht sein, dass er schon wieder so zerschmettert ist. Bringt dir überhaupt nichts. Okay. Vielleicht haben sie das auch irgendwo wieder mal geändert mit 1.9 oder so, dass der Amboss nur noch 3 oder 4 Reparaturen aushält. Hier die Hafenmauer ist auch noch nicht ganz fertig. Da fehlen noch ein paar Fackeln. Und vielleicht will ich die noch ein bisschen ausschmücken mit irgendwas Schönem. Aber es gibt Mossy Cobble. Ich habe jetzt auch endlich rausgefunden, wie man Mossy Cobble ja herstellen kann. Habt ihr ja vielleicht in der Folge bemerkt. In der vorletzten war es, glaube ich, weil mit den Lianen kann man ja ein paar kleine Mossy Cobbles machen oder auch die normalen Mossy Stones, die oben dann vielleicht an der Burg dann irgendwie eingebracht werden können. Ja, die Taverne. Und das wirklich Wichtige ist jetzt hier, denn hier gibt es jetzt einen kleinen Abstieg zu meinem privaten Bahnhof hin. Da bin ich zufällig direkt auf dieses Gebiet hier gestoßen, was ich auch total lustig finde. Und ich habe was vergessen, ich wollte noch meinen Schild holen oder einen neuen Schild holen, wie auch immer. Und dafür brauche ich natürlich Eisen. Ohne Eisen geht es nicht. Also da unten werde ich dann den kleinen Bahnhof hinbasteln. Ist natürlich echt total perfekt. Das Loch hier habe ich zugebaut jetzt, weil das war ja eh nur Provisorium. Und das ist eigentlich echt total genial, dass da unten dann direkt diese kleine Höhle war. Denn das ist genau das, was ich brauche, um dann wirklich schön, ja, eine schöne kleine Höhle zu haben. Warte mal, hier sind noch so ein paar Holzplanks noch, ne? Die verbraten wir auch mal gleich mit. So. 1, 2, 1, 2, 3. Und eine brauche ich noch natürlich, ja genau. Und das Eisen. Zack, einen Schild. So, sehr gut, sehr gut. Sind wir gut aufgestellt, ne? Jetzt sind wir sehr gut aufgestellt. Hoffe ich doch. Jo, gehen wir da nochmal runter. Das war halt wirklich so ein Teil, der ist direkt aus dem Minenschacht gekommen. Also direkt in der Nähe von dem Minenschacht. Und ich bin auch beim Runtergraben dann nochmal auf den Minenschacht gestoßen. Das hier muss natürlich jetzt ein bisschen ausgeschmückt werden, das werde ich dann auch größtenteils in Folgen machen. Hier ein paar Säulen reinzimmern, irgendwelche schönen aus Quarz oder so, also aus Netherquarz, den ich auch mal irgendwann erfahren möchte. Aha, wir hören einen Zombie. Und hier sehen wir auch, hier ging es runter zu einem Teil des Minenschachtes, wo jetzt gerade zum Glück nicht viel los ist. Ah, hier ist auch... Ist auch gar kein so großer Teil. Ah, da geht es aber ein Stückchen rein. Interessant. Interessant. War auf jeden Fall schon mal jemand hier. Ich weiß auch gerade nicht, ob ich das war oder wer anders. Sieht auf jeden Fall nach mir aus. Und eigentlich bin ja auch nur ich hier in der Nähe. Das ist auf jeden Fall der Teil. Und dann gibt es noch einen anderen. Da gehen wir jetzt gleich mal rein. Und da hat wahrscheinlich auch der Zombie gestöhnt. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall an diesen Aufgang hier. Da erinnere ich mich sehr gut dran. So, wir gucken mal. Ach, falsches. Ja, der steht da tatsächlich rum, natürlich. Hallo? Ey, der kann mich da noch hauen durch. Hat er mich eiskalt verarscht? Der nette Herr. Der werte Zombie. So, schnell mal was essen. Aha, da sehen wir auch schon, da geht es auch zum Minenschacht. Wir gehen mal hier runter weiter. Ich höre auch schon Skelette noch. Ja, du komm auch mal hierher. Komm mal ruhig hierher. Ah, da oben ist doch garantiert wieder so ein Skelett, oder? Ne, da oben ist sogar ein Creeper noch. Ach, du Heiliger. Na, es geht ja schon wieder gut los hier. Der heilige Creeper steht da oben und wartet auf unser Kommen. Hm. Finde ich jetzt auch nicht so stark. Gehen wir mal hier rein. Aha. Aha, Minenschacht. Ist das... Ach, das ist sogar der betreffende Minenschacht. Eingang, wo ich hier unten mir den Weg runtergezogen habe, wo die Schienen dann runterkommen. Und dann bin ich hier direkt drin gelandet und das ist ja sehr ulkig, dass das sogar hier dann auch wieder rangrenzt. Ja, witzig. Okay. Ja, dann ist das auch schon mal gezeigt und erklärt, wo dann später die Bahnschienen langlaufen werden. Und dann kann ich mich ja tatsächlich hier noch ein bisschen
drum kümmern, vielleicht mal Diamanten zu finden. In meiner jugendlichen Naivität gehe ich natürlich davon aus, dass ich die auch so gleich finde, ist ja klar. Ich will mich auch nicht großartig in den Minenschacht jetzt verlaufen. Hier ist auf jeden Fall nochmal Eisen. Ach, da will ich aber nicht runter. Nee, da muss ich jetzt nicht hin. Die Schienen nehmen wir mit, auf jeden Fall. Aha. Ich wollte auch eigentlich gar nicht in diesen Minenschacht rein. Achso, das hier kennen wir. Oh, ja, das hier kennen wir. Oh, das hier kennen wir. Okay, sehr gut. Hier wollte ich aber eigentlich auch gar nicht hin. Ich wollte eigentlich in ganz andere Regionen. Ich wollte nämlich weiter in diese Höhle rein. Das heißt, ich muss hier lang. Mir schnell ein bisschen was von der Kohle hier schnappen. Und dann gucken, dass wir das Skelett, was da irgendwo zu stehen scheint, ausfindig machen. Ja, das ist jetzt so der Plan für die nächsten 5 Minuten. Mal sehen, wie lange wir brauchen. 20 Minuten sind auch schon wieder rum. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich das jetzt hier noch hinzögern möchte. Oder hinziehen. Aber wenn ich jetzt schon gerade hier in der Höhle bin, dann will ich das ja auch ausnutzen hier. So. Aha. Wann? Hä? Ach, da. Ich muss so weit. Ach, ich muss da runter. Ach, super. Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Ne, hier ist nur eine Fledermaus. Okay. Süß, hier unten waren wir auch noch nicht. Aha. Skelett. Komm her, du. Au, ach. Ey. Ich habe doch extra das Schild gehabt und dann habe ich es vergessen anzulegen, beziehungsweise vor mich zu halten, um diesen mörderischen Angriff abzuwehren. Gemein. Aber hier unten ist natürlich auch wieder nichts. Zumindest nichts von Bedeutung. Kein Gold, keine Diamanten. Gold habe ich ja mittlerweile schon eine ganze Menge. Da können wir schon einen Haufen Beschleunigerschienen mitbasteln. Aber so ein paar Diamanten wären auch nochmal sehr cool. Das wäre noch viel schöner. Tja, die coolen Beschleunigerschienen. Ja, ja, sind wichtig. Denn sonst funktioniert ja auch die gesamte Geschichte nicht mit der Bahnverbindung. Ohne Schienen wird das nichts. Also ohne Beschleunigungsschienen. So. Gehen wir mal hier rüber. Oh, die Musik ist auch schon wieder viel zu fröhlich für dieses Unterfangen hier in der Mine rumzustreunern. Hier ist auch schon wieder... Ach ja, klar. Du wieder. Kommt da? Sieht mich gar nicht. Der Creeper hat mich anscheinend noch nicht mal erblickt. Hallo, jetzt aber ja. Nee, nee. So. Den haben wir aus dem Weg geräumt. Habe ich ja schon fast irgendwie mitgerechnet. Wie? Wenn man beim Schlagen die Hand wechselt, gibt's auch. Was ist das denn für ein Verarscher? Dann, dass der Block dann auch wieder sich resettet. Das geht ja gar nicht. Nein! Ich habe schon wieder nur noch eine Hacke mit. Oh nein. Da muss ich mir schon wieder eine neue Workbench basteln. Ich glaub's nicht. Ich muss mir jedes Mal... Ich habe jetzt schon so einen Verschleiß an Workbenches. Das gibt's gar nicht. Das ist doch jetzt schon mindestens die 15. die ich hier baue. Ah. Und überall stehen welche rum, als falls ihr irgendwo in irgendwelchen Folgen Workbenches seht, die herrenlos rumstehen. Wahrscheinlich sind es welche von mir. Ihr könnt ja mal mitzählen hier eigentlich, so in den Folgen, was, wenn ihr mal zuguckt, wie viele Workbenches ich schon verbraten habe, beziehungsweise gebastelt. Hier ist nichts, okay. Ich möchte mich da jetzt auch nicht so weit weiter durchbauen, denn eigentlich, ja genau, hier kommen wir her. Und hier geht's weiter. Hallo Kollegen, hallo Kollegen. Ja, fallt hier mal alle runter. Genau, hier springt doch mal ein Zombie in die Luft. Genau. Ey! Ey, das war jetzt aber nicht geplant. Oh, noch ein Zombie. Hat der mich eiskalt da runtergesprengt?
Was war das denn für ein fieser kleiner? Oh, da oben kommt noch ein Zombie. Ich höre doch noch einen hier schon wieder rumstapfen. Die kommen alle von hier oben. Na. Hallo? Hallo? Hier, Zombie? Ach, Fackeln sind auch alle. Ist ja sehr toller Tag hier. Oh, und jetzt hat es mit dem Sprinten nicht geklappt. Jetzt kann ich nicht mal mehr sprinten. Schlimm sowas. Wo ist der andere Eisen? Ist hier jemand? Es ist noch sehr dunkel, also ich hoffe, dass ihr das entschuldigen könnt. Hehe, ich habe die Geschwindigkeitseinstellung, sage ich schon, die Gesichtseinstellungen etwas höher gesetzt, also die Lichtverhältnisse, so dass ihr eigentlich ein bisschen mehr sehen solltet, auch wenn es dunkel ist. Aber ich habe das jetzt gerade nicht im Auge, ob es denn wirklich so effektiv ist. Ich muss das nochmal irgendwie in der Nachbearbeitung dann nochmal checken, ob das denn funktioniert oder ob das irgendwie noch zu wenig war. Ob das noch ein bisschen zu mau war. Kohle bauen wir auf jeden Fall nochmal ab. Und natürlich, über uns ist schon wieder irgendwie eine andere Höhle. Mhm. Ist ja nett. Mal sehen, was uns da erwartet. Kommen wir bestimmt auch gleich wieder irgendwelche. Ach nö, da ist gar nicht so viel. Okay. Dann geht's ja. Ist nur so ein kleiner Raum. Naja, dann. Na dann sehen wir da mal ganz locker drüber hinweg. So. Wenn dieses Kohlevorkommen mal leer wäre. Ich weiß auch nicht, ob ich hier alleine rumlaufen soll oder ob ich das mit euch als Zuschauer machen soll. Immer, wenn ich auf Höhlentour gehe und Rohstoffe sammle. Das müsst ihr echt erzählen, weil... Was? Oh, hier sind wir. Anscheinend irgendwie... Ja, wir müssen jetzt hier irgendwie zubasteln jetzt. So. Schön. Das ist ja super. Ein bisschen suboptimal verlaufen das Ganze. Da sind wir jetzt schon direkt an der Erdoberfläche anscheinend. Aha, Wasser fließt weg. Fließt weg, Wasser. Das Wasser nervt mich auch. So, zu. Bitte, danke. So. Wen haben wir denn hier noch zu erwarten? Zwei Wege. Einer führt nach Rom, der andere führt in eine Sackgasse. Okay. Dann nehmen wir mal den Weg nach Rom. Der führt uns auch in eine Sackgasse. Das ist ärgerlich. Zwei Sackgassen. Und ich höre Spinnen natürlich. Oder habe Spinnen gehört. Okay. Ja, ich weiß nicht. Ansonsten gibt es hier jetzt gerade nicht so viel zu erkunden. Wir sind ja auch noch nicht so wirklich tief unter der Erdoberfläche. Das heißt, Diamanten sind hier ja auch noch nicht zu erwarten. Und von daher werde ich das, denke ich, hier auch... Da ist noch Schwarzpulver. Da muss ich noch einsammeln. Von einem Creeper. Hier, da geht's noch lang, da war ich noch nicht. Also doch, da sind Fackeln, aber da liegen auch noch Schienen. Also ist noch einiges. Und ich höre diesen Zombie ziemlich nah. Er muss ganz in unserer Nähe sein. Der nette Zombie. Ja doch, hier waren wir irgendwie schon mal. Hier sind so viele Fackeln. Alle auf dem Boden. Aber die Schienen sind noch alle da. Und die nehmen wir natürlich mit. So, Schienen sind mit. Aber sonst ist hier echt nicht so viel. Ach, da, ich weiß, was das für ein Teil ist. Das hier ist das Gebiet, der Tunnel, den Cartgo schon gebuddelt hat. Den Weg, wenn man den hier nach oben fortführt, landet man direkt da unter meiner Strandbutze. Und dann somit am anderen Ende des Tunnels. Oder nicht am anderen Ende, sondern am ursprünglichen Einstieg des Tunnels, am temporären. Ja. Okay, ja, schön, dass wir das alles wissen. Das ist ja cool. Habe ich doch schon sehr gut lokalisiert jetzt hier die ganze Gegend. Und dann geht eigentlich nur noch ein bisschen was hier, nämlich zumachen. Zock, zock.
Und dann werde ich hier die Folge beenden. Hier wird der Tunnel entstehen zu Cardgo. Und dann werde ich hier natürlich noch andere Gleise aufbauen, die zu allen möglichen anderen Richtungen dann gehen. Ja, mal sehen. Das wäre es auf jeden Fall erstmal für heute. Und ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann in aller Frische wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.